unter 20. Mann, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe ein Paket bekommen vom lieben Dirk, weil der hat ein paar Bücher ausgemistet und hat mich gefragt, ob ich das ein oder andere ja, vielleicht übernehmen möchte, weil er hat sich entschieden, diese Bücher nicht mehr zu lesen. Und ich würde das gerne mit euch zusammen auspacken. Ich werde euch das jetzt mal eben zeigen. Ich habe es schon aufgeschnitten und wir werden jetzt mal die Pappe entfernen und dann gucken wir mal rein, was das für Bücher sind. Und ja, bis gleich. So, hier seht ihr das gute Stück. Das ist der Karton. Ich hole mal hier eben die Pappe raus. Ach du meine Güte, Dirk, hast du das alles eingepackt? Also, das sind ganz schön viele Päckchen. Oh Gott, Dirk, du musstest das doch nicht alles einpacken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kriege die Krise. Ja, ich drehe dann nochmal die Kamera und dann würde ich sagen, packen wir mal zusammen aus. Oh, hier war schon ein Mäuschen dran. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, ich schnapp mir mal hier das erste Päckchen. Wir sind hier in einer sehr ungünstigen Kameraposition. Aber ich wollte dieses Paket nicht bis heute Abend stehen lassen. Deswegen muss ich das hier unten machen, zwischen den Kindern. Ich hoffe, das klappt. Oh. Oh, süße Grüße zum Geburtstag. Oh Gott, wie süß. Danke, Dirk. Was sind das? Gummibärchen. Oh, lecker. Da gucke ich gleich mal rein. Oh, Mann. Oh, weia, was ist das denn? Das ist auch kein Buch. Was hast du denn hier? Also, ich bin geflasht. Eigentlich wollten wir nur ein paar Bücher tauschen. Oh Gott, was ist das denn? Oh. Peanuts-Minis. Ich habe eine Schnülltüte gefunden hier. Ach du grüne Neune. Zartbitterschokolade und Traubenussschokolade. Du bist ja verrückt. So war das aber nicht abgesprochen hier. Knoppers, noch mehr Knoppers und noch mehr Knoppers. Oh, da kommt jetzt gerade der kleine Mann und will hier an meinem improvisierten Kamerabücherständer wackeln. Und eine ganze Tüte voller Tee. Vielen, vielen Dank, Dirk. Du bist ja Jeck. Oh Mann. So, hier kommt noch ein bisschen Pappe. Ich schmeiße es mir schon in die Ohren. Ich starte mal mit dem Buch, was hier schon so ein bisschen auf ist. Oh, wow, sogar in gebunden. Sehr cool. Feuer und Flut. Der Dirk meint, es juckt ihn nicht mehr, es zu lesen. Und mich juckt es total, es zu lesen. Und es steht auch auf meiner Wunschliste. Wenn Sie diese Nachricht hören, sind Sie eingeladen, als Kandidat am Brimstone Bleed teilzunehmen. Alle Kandidaten müssen sich binnen 48 Stunden melden, um ihre Pandoras auszuwählen. Wenn Sie nicht innerhalb von 48 Stunden erscheinen, verfällt Ihre Einladung. Wow, das hört sich ein bisschen so an wie Panem, oder? Ich wusste gar nicht so richtig, worum es hier geht. Das Brimstone Bleed ist ein mörderischer Wettkampf quer durch Wüste, Meer, Berge und Dschungel. Und Teller zögert nicht daran teilzunehmen, um ihren Bruder zu retten. Jeder Teilnehmer ist auf sich allein gestellt und bekommt zur Unterstützung ein Pandora, ein genetisch manipuliertes Tier, zur Seite gestellt. Bald schon lernt Teller den mysteriösen Guy kennen und verliebt sich. Doch was passiert mit der Liebe, wenn die Zielgerade am Horizont auftaucht? Sehr cool. Wenn ihr was klimpern hört, der kleine Mann hat sich gerade das Gewürzregal aufgemacht und sortiert Mamas Gewürze. Du bist echt verrückt, Dirk. Warum hast du denn dir die Arbeit gemacht und hast jedes einzelne Buch eingepackt? Oh.
Das steht auch schon ewig lange auf meiner Wunschliste. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Wie war das denn? Hast du das gelesen und deswegen aussortiert oder wolltest du es nicht mehr lesen? Jeden Tag bin ich jemand anders. Ich bin ich, so viel weiß ich, und zugleich jemand anders. Das war schon immer so. Jeden Morgen wacht A in einem anderen Körper auf, in einem anderen Leben. Nie weiß er vorher, wer er heute ist. A hat sich an dieses Leben gewöhnt und er hat Regeln aufgestellt. Lass dich niemals zu sehr darauf ein. Falle nicht auf, hinterlasse keine Spuren. Doch dann verliebt A sich unsterblich in Ryanen? Kann sie jemanden lieben, dessen Schicksal es ist, jeden Tag ein anderer zu sein? Sehr cool. Ich bin echt gespannt. Guck mal, es ist alles eingepackt. Verrückt. Es ist verrückt, Dirk. Auch das ist sogar noch eingeschweißt. Oh. Die wahre Königin, Königreich der Schatten von Sophie Jordan. Das habe ich bei Paddy gesehen und ich glaube, ich habe das auch bei Jessie von Melody of Books gesehen, glaube ich. In einer Welt ewiger Dunkelheit strahlt ihre Liebe so hell wie nichts zuvor. Tiefe Finsternis, die seit 17 Jahren über dem Reich Rilhok liegt, und die dicken Mauern ihres Turms etwas anderes kennt Luna nicht. Oh Gott. Sie muss sich verstecken, damit die Welt sie für tot hält. Nachdem ein Verräter ihre Eltern ermordete, um sich der Krone zu bemächtigen. Als sie fliehen muss, weil ihr Leben in Gefahr ist, hilft ihr der Waldläufer Fowler. Er erfüllt ihre dunkle Welt mit Licht. Doch nicht einmal ihm darf sie sagen, dass sie die wahre Königin Railhawks ist, denn der neue König sucht nach ihr, um sicherzustellen, dass sie niemals ihren Thron besteigen wird. Wahnsinn. Also, das wirst du noch nicht gelesen haben, ne? Und du hast keine Lust mehr drauf? Es ist. Oh, Herr Jemini. Schon wieder eingeschweißt. Oh, ach ja. Ach, dieses Cover ist so schön. Godness of Poison, tödliche Berührung. Guckt euch mal das Cover an. Ich finde das so mega. Ich bin die perfekte Waffe. Ich töte mit nur einer Berührung. Twilla ist gesegnet. Die Götter haben sie dazu auserwählt, einmal die Frau des Kronprinzen zu werden und an seiner Seite das Land zu regieren. Aber die Gunst der Götter hat ihren Preis. Unter Twillas Haut fließt giftiges Blut. Wer bei der Königin in Ungnade fällt, den muss Twilla mit ihrer Berührung töten. Nur Leaf, ihr neuer Wächter, blickt hinter Twillas Fassade aus Angst und Pflichterfüllung und erkennt das Mädchen, das sie in Wahrheit ist. Doch die Wahrheit kann gefährlich sein und die Grundfesten eines ganzen Landes erschüttern. Ja, klingt für mich auch mega spannend, und hört sich auch sehr, sehr cool an. Habe ich auch so oft noch gar nicht gesehen bei anderen. Ich glaube, ich habe davon noch gar keine Rezi gesehen, wenn ich so überlege. Ich glaube, das hat der Dirk abgebrochen. Palace of Glass, die Wächterin. Ich glaube, das war ihm nix. Sie muss das Leben des englischen Kronprinzen retten. Doch sie ist sein größter Feind. Rhea Emrys sündigt, wenn sie denkt, wenn sie fühlt, wenn sie jemanden berührt. Das hat man versucht, ihr weiszumachen. Denn Rhea wuchs in einer Gesellschaft auf, in der Berührung illegal ist. Nur nachts streift Rhea ihre Handschuhe ab und in den Ring. Um in den Ring zu steigen. Dort besiegt die zierliche Frau im Faustkampf einen übermächtigen Gegner nach dem anderen. Ihr Talent bleibt allerdings nicht unentdeckt. Als der britische Geheimdienst Rhea aufspürt, wird sie an den einen Ort geführt, der dem
von dem sie um jeden Preis flüchten will, aber nicht kann, an den Hof des Königs in den gläsernen Buckingham Palace. Dort erhält die unauffällige Kämpferin einen gefährlichen Auftrag. Als Leibwächterin muss sie das Leben des Thronfolgers beschützen. Prinz Robin ist allerdings unnahbar arrogant und hütet seine eigenen Geheimnisse. Doch was er am wenigsten ahnt, Rhea selbst ist Robins größter Feind. Teil 1. Sehr cool. Die Wächterin steht noch drauf. Habe ich eben, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich zeige euch gleich mal, was das Kind da macht. Und dann wisst ihr, warum ich zwischendurch beim knappen Text vorlesen etwas ins Stottern gerate. Naja. Ja, esst das mal nicht. Das könnte ein bisschen fies schmecken. Hm? Oh je, ich zeige es euch gleich mal. Okay, von Megan Shepherd, The Cage, entführt. Und das hatte ich mal auf der Wunschliste. Hab's wieder runtergeschmissen und dann wieder drauf und wieder runter. Und jetzt bin ich froh, dass ich es mal ausprobieren darf. Du bist allein, entführt und Millionen Kilometer von zu Hause entfernt. Die 16-jährige Cora erwacht mitten in einer Wüste. Sie wurde offensichtlich entführt. Aber warum nur? Immerhin ist sie nicht allein. Ein Mädchen und drei Jungen teilen ihr Schicksal. Als Cora die merkwürdige Umgebung erkundet, stellt sie fest, sie alle befinden sich in einer künstlich angelegten und sehr gefährlichen Welt. In einem riesigen Käfig, aus dem es kein Entrinnen gibt. Als unfreiwillige Teilnehmer eines unmenschlichen Experiments, endlos weit von zu Hause entfernt. Und das sieht so aus wie so eine Kuppel. Und das erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Simpsons. Kennt ihr den Simpsons-Film? Da leben doch auch alle unter dieser Kuppel. Und aber, ja, ich war mir nie so sicher. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt froh, mal reinlesen zu können, um mal zu sehen, wie mir das so liegt. Oh, und hier bin ich auch schon gespannt drauf. Beginne gern von Mona Kasten. Er stellt die Regeln auf, sie bricht jede einzelne davon. Noch einmal ganz von vorn beginnen. Das ist Ellie Harpers sehnlichster Wunsch, als sie für ihr Studium nach Woods Hill zieht. Dass sie ausgerechnet in einer WG mit einem überheblichen Bad Boy landet, passt ihr daher gar nicht in den Plan. Caden White ist zwar unfassbar attraktiv mit seinen Tattoos und seiner unverschämten Art, aber so ziemlich der Letzte, mit dem Ellie sich eine Wohnung teilen möchte. Zumal er als allererstes eine Liste von Regeln aufstellt. Die wichtigste: wir fangen niemals etwas miteinander an. Doch Ellie merkt schnell, dass sich hinter Cadens Fassade viel mehr verbirgt als zunächst angenommen. Und je besser sie ihn kennt, desto unmöglicher wird es ihr, das heftige Prickeln zwischen ihnen zu ignorieren. Genau, das steht auch schon ewig auf der Wunschliste. Und jetzt kommt das letzte Buch. Oh, das hast du sehr gut eingepackt, Dirk. Das will fast gar nicht. Das ist ein Hardcover. Ach ja, genau. Das möchte gar nicht raus. Es ist Diabolik. Ich komme jetzt mal gucken, was du da veranstaltest. Das zeigen wir jetzt mal, ne? Eine Diabolik ist stark. Eine Diabolik kennt kein Mitleid. Eine Diabolik hat eine einzige Aufgabe. Töte, um den einen Menschen zu schützen, für den du erschaffen wurdest. Als Nemesis und Tyrus sich am imperialen Kaiserhof begegnen, prallen Welten aufeinander. Sie, eine Diabolik, die tödlichste Waffe des gesamten Universums, Liebe ist ihr völlig fremd. Er, der Thronfolger des Imperiums, der von allen für wahnsinnig gehalten wird. Liebe ist etwas, das ihn nur schwächen würde. Dass ausgerechnet diese beiden zusammenfinden, darf nicht sein. Denn an einem Ort voller Intrigen und Machtspiele ist ein Funke Menschlichkeit eine gefährliche Schwachstelle. Sehr, sehr cool. Ich freue mich. Du auch, ne? Ich freue mich über die ganzen neuen Geschichten und bin sehr gespannt drauf und werde euch berichten. Und Dirk, vielen, vielen Dank. Ich werde mich ja erkenntlich zeigen und du wirst auch ein Päckchen von mir bekommen.
Genau, ich habe ja auch ein paar aussortierte Bücher. Und ich zeige euch jetzt mal, warum das Filmen vor Kindern, mit Kindern so schwierig ist. Lasst euch einfach euch selbst mal einblenden. So, also hier ist das kleine Schlachtfeld. Das Re Gewürzregal ist mittlerweile wieder zu. Aber ich glaube, ein Gewürz können wir jetzt entsorgen und in den Müll werfen. So, und jetzt gehe ich mal schnell den kleinen Mann umziehen und dann werde ich wohl mal staubsaugen. Bis dann!